Also werden wir mal. Ach, guck mal an. Manche Weiber können ganz schön giftig sein, was? Da sitzt er hier, der Drabak. So, das nehmen wir mit, das Blümchen. Der Kreider wartet auf uns. Und ich, Idiot, höre auch noch auf dich. Konnte ja keiner ahnen, dass man uns die Taschen leert. Was machen wir denn jetzt? Wir sind total abgebrannt. Wir ziehen weiter. Wo fährt der mit mir hin, Mann? Oh. So, das ist weit genug. Zeit, den Stand der Dinge zu klären. Klären? Wie es aussieht, weiß ich mehr über dich, als du über mich. Und um mir das zu sagen, hast du mich hierher geführt? Nein, ich habe eine Bitte an dich. Und die geht niemanden etwas an. Um was geht es? Begleite mich zum Depot nach Ignadon. Ich könnte deine Hilfe auf der Reise gut gebrauchen. Du weißt ja, was auf den Wegen so los ist. Außer dir gibt es hier niemanden, den ich für diesen Zweck anwerben kann. Niemand darf wissen, dass ich ein Alp bin. Einverstanden. Aber ich wollte mich noch etwas in der Gegend umsehen. Verständlich. Dann kann ich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wenn du bereit bist, reicht ein Wort. Du findest mich im Distrikt der Schieber. Ignadon war doch das von den Klerikern, oder? Ich versuche bloß rauszufinden. Es gab ja den riesigen Berg. Es gibt hier keinen. Die Kuppel kenne ich. Aber mir fehlt der Vulkan. Oder ist das das hier? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das war effektiv gesehen oben in der Ecke, ne? Ist es das jetzt hier geworden? Nee. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Also das sind einiges an Terraforming. Wir haben ja noch Attributspunkte. Terraforming draufgegangen. So, lass mir mal kurz gucken. Wir haben da noch einen Lernpunkt, den wir vergeben können. Inventar. Inventar. Wir haben den beschädigten Kriegsbogen, den wir noch nicht benutzen können. Weil da bräuchten wir Geschicklichkeit und etwas Stärke. Der Bogen ist klar. Berserkerbogen, das gleiche Spielchen. Geschicklichkeit und Stärke. Geschicklichkeit und Stärke für ein anderes Schwert. Auch Stärke. Wir brauchen 3 Stärke. Da könnten wir schon mal ein anderes Schwert nehmen, was ein bisschen mehr Bubs hat. Ne? Und Geschicklichkeit den Rest. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil jetzt ist, glaube ich, Geschicklichkeit hier oben doppelt. Das heißt, wir brauchen 2 Punkte. Ah, hier, da steht ja da, die 2 AP. Das kostet dann jetzt 2 Aktionspunkte, um das Level abzumachen. Gegebenenfalls sollten wir hier noch das reinpacken. Warte mal, vielleicht. Ja.
So. Charaktere, Kreaturen? Nee, hier gibt es doch keine Orte. Ich bin ehrlich gesagt sehr verwirrt, weil ich diesen Ort hier gerade überhaupt nicht einschätzen kann, wo wir uns befinden. Das können wir hier mal wegnehmen. So. Die Frage ist, ob ich dann riskieren sollte, hier nochmal weiterzulaufen und ob das dann nachher das Gebiet... Das ist hier ein Konverter. Das sehen wir ja von hier schon. Zumal ich sehr wenige Konverter gesehen... Nee, das ist er! Das hier ist der Krater. Dann ist es hier irgendwie, ne? Warte mal. Ich muss es wissen. Zumal wir hier, hier ist ein reisender Händler, hier gibt es dann halt auch was. Wobei, warte mal, wir haben da, wir machen mal hier den Teleporter. Dann brauchen wir nicht so viel laufen. Ja, das könnten diese Türme da oben sein. Doch, 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 doch. Okay, ich dachte, es ist tiefer. Warte mal. Entschuldigung. Ich dachte, es ist tiefer. Ich wollte gerade testen, wie es ist, wenn ich ins Wasser springe. Okay, hat funktioniert. Schwarzer Lotus. Das ist wieder so ein Klippending hier. Sehr gut, Pfeile. Was ich gut finde, ist, dass die Pfeile nicht aufgewertet werden müssen, sondern dass letztendlich der Bogen die Aufwertung, apropos Bogen, ich habe was vergessen, Bogen zwar nicht, aber das andere Schwert, was wir jetzt tragen können, Quickslot auf die 1 und anlegen. Okay. Lieber was nochmal? Hast du Probleme da drüben oder was? Oh, jetzt kommt er her, oder? Tschüss. Danke fürs Schwimmen. Oh, der kommt. Der kommt hier echt rüberlaufen. Alter. Im Gegensatz zu dir, Vieh, wo bist du denn jetzt? Ist er abgesoffen? Ich glaube, der ist abgesoffen. Was die Leute mal liegen lassen im Wasser? Raketen und so.
da ist er ja. Nee, das ist ein anderer. Okay, den lassen wir mal. Guck mal, da drüben ist wieder so ein Vieh. Ja, so ein Verseuchter. Oh. Dann machen wir es so. Man muss sich nur ein Tic-Tac ausdenken. Dann klappt das auch mit Nachbarn. Sehr schön. Das sind zum Beispiel so Behelfstaktik, nenne ich jetzt mal, die früher beim ersten Teil überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Eine Amasitada oder so. Amasit. Hier drüben war auch noch einer. Ebenso. Ich hoffe, ihr kommt langsam an. So, ich bin gespannt, ob wir hier hochkommen. Also ich glaube wirklich, das ist der Krater. In der Hoffnung, dass ich hier hochkomme. Ja, sehr gut. Wichtig ist, dass ihr bei euch da ankommt irgendwann. Das ist das Wichtigste. So. Ich glaube ja.
keine Spuren im Schnee. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt... Ich glaube, das ist der Krater. Das schadet ja nichts, ne? Oh, 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 oh. Wahrscheinlich brauchen wir dann kältespezifische Kleidung oder so, oder Resistenzen. Und... Kälteeffekt. Nicht gut. Hier auch. Das kommt mir so, unbekannt, das Ding hier. Technisch sieht es aber fast so aus wie, unsere Burg. Hä? Hallo? Ja, es gibt Frostresistenz. Und zwar müsste das das Chili sein. Oder Chili-Essen allgemein. Oder ist das, was die Kleriker hier an, in der einen Bastion hatten? Nur ohne Frost? Sieht alles so seltsam aus, aber teilweise auch irgendwie bekannt. Aber dann wieder doch nicht. Und wenn es bekannt ist, dann haben sie es gut gemacht. Dass es nicht mehr so bekannt aussieht. Okay, da muss ich wahrscheinlich durchs Fenster. Oder auch nicht. Das sieht aus wie eine von diesen Kleriker-Außenposten hier, wo wir gerade sind. Aber Betonung sieht, liegt auf, sieht aus wie. Die Verluste durch die zerstörten Konverter sind groß. Unser Vorrat an Elex geht stark zurück. Das Forschungsteam berichtet über größere Vorkommen in Ignadon. Dies sollte reichen, um einen Teil unseres Verlustes zu kompensieren. Die ersten Truppen werden in den Süden geschickt. Alles, was ihnen im Weg steht, wird vernichtet. Ja, genau. Der Turm selber, unser Turm war... Oh Gott. Das waren die. Der war hier irgendwo, ne? Die Karte ist eine Teilkarte. Also gefühlt ist die Karte verschoben nach rechts, schräg rechts oben, Nordost. Das heißt, es fehlt ein bisschen was auf der linken Seite. Es muss irgendeine Kluft sein. Aber welche? Es war ja auf einer Art Plateau. Hier sind die großen Kuppeln. Das würde mich nämlich auch interessieren. Wo ist... warte mal ganz kurz. Elex 1 freie Menschen Osten. Moment. Elex 1 Karte. So. Ich gucke mal ganz kurz. Ich will mir das, die Karte nur noch mal ins Gedächtnis rufen. Oh, komm, gib mir Bild. Weltkarte. In voller Größe runterladen. 404 not found. Schön. Warum auch immer die fehlt. Nehmen wir mal die andere Weltkarte. Das hier. Moment. So.
Ja, da fehlt doch einiges. Und zwar, der See hier ist Ost-Edan. Links hiervon, was wir hier nicht sehen, ich komme hier nicht weiter rüber, vielleicht wird es später nochmal größer oder aber auch nicht, ist Goliad und Süd-Edan. Also sprich dieses Tal, wo wir waren. Und jetzt muss ich gucken, kleinen Moment. Aber wo war das Lager? Ich will bloß kurz gucken, wo das Lager theoretisch war. Also das, was wir hier sehen, diesen Kartenausschnitt, ja, den wir hier begehen können, das... also das hier scheint wirklich der Krater zu sein. Und das ist Tavar. Denn dort sind auch die Kuppeln. Ja, ja, das ist der Krater. Der jetzt hier von Schnee bedeckt ist. Das ist der Krater. Also schon wie vermutet, das ist der Krater. Und der Fleck hier ist dann ja alles, was in der Ignadon-Region. Das ist die Ignadon-Region. Also das passt schon. Aber die Karte scheint kleiner zu sein. Irgendwie. Mich würde trotzdem bloß interessieren, wo ist denn... Wo war denn das Dorf? 14... Einfach nur, weil der Gedankengang ist ja berechtigt. Einfach nur, um zu wissen, wo, ob das hier mit drauf ist. Ich befürchte nämlich, das ist gar nicht mit drauf. Okay, warte mal. Gibt es das Gewässer hier? Nee. Das gibt's gar nicht. Ich glaube, da kommst du nicht hin. Also, die ist nicht auf der Karte. Wir befinden uns nicht auf der Karte an der Stelle. Naja, muss man ja wissen. Okay, was das dann genau ist hier, wissen wir also nicht. Werden wir dann erfahren. Ach, guck mal, der war doch eben noch nicht hier. Die hauen aber auch was zusammen. Okay, lass mal. Achso, ich habe zwischendurch gespielt. Ja, okay, dann muss er weg. Dann muss er weg. Auf die Ei. Herge.
Alter Fedder. Es ist nicht trivial. Also bestimmte Gegner sind immer noch schwierig. Und richtig schwierig. Okay, wir sind jetzt hier. Hier ist aber kein Schnellreisepunkt. Und wenn ich hier weiter nach Norden gehe, ich guck mal, ob ich da irgendwie erfriere oder so. Das sieht aber nicht wie Kleriker aus, aber da ist Lava auf alle Fälle. Naja, aber das ist technologisch, ne? Habe ich schon mal erwähnt, dass sie den Jetpack richtig gut umgesetzt haben. Okay, das sieht nach Kleriker aus hier hinten. Ich guck bloß, ob ich hier irgendwie einen Schnellreisepunkt bekomme und den Schrott will ich haben. Drink. So, lass mich raten. Ich komme natürlich hier nicht rüber. Ich kann es mal probieren, aber ich glaube, das wird zu heiß. Treibstoff. Siehst du, die müssen wir ja auch noch machen. Können wir nicht öffnen, weil... Oh, leichtes Schloss, doch. Ich bin nicht gut genug. Okay, dann nicht. Ein Pilz? Ein Frostpilz? Oh, 3, 2, 1. Und meins. Oh, irgendwie alles leer hier. Ich gehe bloß kurz gucken hier. Im Zweifel muss ich... Okay, der hat einen Namen. Wobei, ich glaube, dass hier eher Alps sitzen, oder? Ja. Was willst du? Oh, die Rüstung sieht aber cooler aus. Wer bist du denn? Wer bist du? Ich heiße Excel. Ich sorge dafür, dass sich hier niemand an den Silos zu schaffen macht. Ich passe auf, dass niemand Elex klaut. Diebe? Seit der Hybrid und seine maßlosen Pläne der Vergangenheit angehören, ist es bereits vorgekommen, dass hier gestohlen wurde. Ach. Dass wir Alps uns eines Tages gegenseitig bestehlen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so weit kommt. Jeder hier bekommt auch seine Ration. Ich verstehe nicht, warum manche damit nicht zufrieden sind. Vielleicht kommen sie mit den Emotionen nicht klar und wollen deshalb mehr haben. Ich denke, das wird es sein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese Gesellschaftsstruktur wirklich die richtige für uns ist. Vielleicht braucht es auch einfach seine Zeit, bis sich jeder an seine Elex-Ration gewöhnt hat. Kann ich hier auch eine Ration Elex bekommen? Nicht bei mir. Ich bin nur berechtigt, Leute an die Silos zu lassen, die bereits eine Erlaubnis haben. Die öffentliche Elex-Ausgabe findest du im Sektor der Soldaten, direkt unterhalb der Silos. Sprich mit Commander Knox. Er wird dir sagen, ob dir auch welches zusteht. Lass mich raten, ich bin eigentlich schon in den Silos hier eingedrungen, oder was? Von hinten, durch die Brust. Das war nichts.
Ich bin nicht gut genug. Das ist eine super Wache da draußen. Die gefällt mir. So. Oh, da ist ein Teleporter, den nehmen wir erstmal mal. Das Schlimme ist, wir werden wahrscheinlich die Alps und die Kleriker auf jeden Fall brauchen, weil Technik und so. Gegen die Außerirdischen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Mm-hmm.